So, meine liebe Leute, und heute sind wir mal in Hamburg unterwegs. In meinem Haus, Frauenscream. Wir sind hier direkt am Hauptbahnhof. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Ich habe extra Mikrofonkopfhörer mitgenommen. Ja, und hier ist was los, eindeutig. Ich muss aber gleich erstmal eine rauchen. Das ist Goldmaus. Goldmaus, hörst du mich, ne? Oder? Ich bin mal gespannt, wie das Internet ist. Irgendwie kommt man sich immer komisch vor, wenn man so durch die Gegend läuft. Oh. Warte mal, ich zeige mal eben kurz. Wir rushen hier nicht so durch. Du hast ja den Hauptbahnhof noch nicht gesehen. Einen Moment. Tada! Mein Handy ist ein bisschen schief im Gimbal, weil ich meine Kopfhörer da einklemmen musste. Hier ist auf jeden Fall mächtig was los und mächtig laut. Sehe ich heute gut aus, ne? Traum, oder? Ich hoffe, ich stürze jetzt nicht die Treppen runter. Moin, Daniel! Ich mache jetzt mal einen auf wichtig, ne? Mit Kamera hier rumlaufen. Und Selbstgespräche führen. Auf jeden Fall, ihr hättet also das, was ich gerade bei McDonald's erlebt habe, war der Horror. Nee, das war nicht sondern das war I. Alter, ich wollte nur eine kleine Pommes essen. Und, also warte mal kurz, ihr wollt ja ein bisschen was sehen von Hamburg, ne? Nee, falsche Seite. Moment. Dankeschön. Ihr meint jetzt das Wetter, ne? Ja, und die Olle hat Fingernägel gehabt. Alter, geht gar nicht, ne? Da hätte ich am liebsten das Essen wieder zurückgegeben. Alter, da kam jetzt alles hoch. Richtig ekelhaft. Dunkle Fingernägel on point. Ja, ich hoffe, ihr seht ein bisschen back in town hier bei mir. Mal ein bisschen runterdrehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das Gimbal mitgenommen habe. Wenn das so scheiße ist mit dem Mikrofon. Das ist nicht das Nonplusultra auf jeden Fall. Oh. Ja, strahlender Sonnenschein auf jeden Fall. Ich komme mir so bloß blöd vor. Ich glaube, ich hätte genauso mit dem hier China-Ding da laufen können. Ich kenne ja nicht so direkt die Leute filmen. Ich muss ja immer hinter mir filmen. Und das Ding ist immer schief. Rolo. Ja, jetzt ist mein Gimbal ausgegangen. Nein! Komm, geh wieder an. Fauxpas. Ich habe es extra aufgeladen, ne? Hallo? Hallo? Warum sieht man den Chat doppelt? Was ist denn hier los? Oh Gott, wieder so ein Jesus-Prediger da. Kehre um zu Jesus Christus. Amen. Ich muss mal ganz kurz irgendwie... Ja, jetzt, Gimbal funktioniert wieder. Okay, wunderbar, sehr schön. Ich habe schon gedacht, ich habe es extra die ganze Zeit aufgeladen. Aber das wäre es jetzt auch gewesen, ne? Nein, wir haben es gesehen eigentlich. Andersrum. Ja, auf jeden Fall ist noch wenigstens heute schönes Wetter. Ich bin in T-Shirt unterwegs, wie man vielleicht ein bisschen erkennen kann. Wie ist so das Internet? Gerade ist es bei mir gut. Ich sehe stylisch aus mit Maske, ne? Finde ich auch. Hier ist auf jeden Fall, ich habe eigentlich gedacht, es wäre wesentlich weniger los hier in der City, aber doch, es ist gut was los. Auf jeden Fall.
Echt gut, was los. Das Gimbal hat echt seine Schwierigkeiten, wenn der Stecker da drin ist und das Telefon nicht bis am Anschlag drin ist. Hätte ich das vorher gewusst. Uff. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall Richtung Jungfernstieg. Das ist da, wo auch Dennison immer seine Videos dreht. An der Alster, wo wir auch schon mal waren. Alter, hier ist ja Kaffee und alles. Das war früher auch nicht so. Alles voll. 42 Cent? Warum nicht 52 Cent? Ich bin auf jeden Fall nicht der Pro im Gimbal halten. Definitiv. Ist das so eine Kacke da? Geht immer wieder runter. Ah ja, moin, ey. Jetzt kann ja das Mikrofon nicht rausstecken. Oh Mann. Ich glaube, ich muss mich nachher mal irgendwo in Ruhe hinsetzen oder so. Ich kriege auch nicht so einen langen Arm beim Laufen. Und es ist unfassbar, das Gimbal geht immer wieder aus. Oder es ist taxiert nicht neu. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ey. Fakt ab. Die Reaktion kommt ja auch spät, ne? Hi Goldi. 3 Jahre später. Ach komm schon. Mach doch nicht diesen jetzt hier. Ich habe 3 Balken voll, ja? Besser als nie hier. Ach scheiße, Mann. Das Gimbal bringt mich um gerade. Was zu sagen, das, was ich gesagt habe? Ja, leck mich, das funktioniert einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Oh. Mal funktioniert es, dann geht es auf einmal wieder aus. Ich weiß nicht, ey. Ich habe es vollständig geladen. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Wenigstens seht ihr heute mal mehr mich als sonst, ne? Sonst habe ich ja immer nur die Frontkamera an. Ich habe keine Ahnung, gegen die was hier immer alle protestieren oder so. Aber ja. Das ist die bekannte Mönckebergstraße, nur mal so. Was heißt ja, ja? Oh, ja, lecko mio. Moment, ich muss noch mal irgendwie mit meinem Gimbal hier reden. So, jetzt ist aus. Ich chill mich jetzt mal hier hin. Ich sitze hier wie so ein Assi auf einem Stein. Ich habe ja extra was mitgenommen, damit ich die Kamera hinstellen kann. Aber das Gimbal will nicht. Wie heißt denn das normale hier? Ey, das gibt's doch nicht jedes Mal, wenn ich einen Livestream machen will. Ah, siehst du? Na, dann geht's wieder aus. Was soll denn das? Ja, dann funktioniert auf jeden Fall irgendwas nicht. Warum ist auf jeden Fall Doppelchat im Chat? Das Internet auch gerade schlecht, ne?
Ja, leck mich, du. Ist nicht normal. So, komm jetzt, geh an. Geh an und bleib an, danke. Ja, ich habe keine Ahnung, es bleibt nicht an. Ja, toll, jetzt kann ich mit dem Handy so rumlaufen. Oh. So, Leute, das hat sich dann so gegessen mit meinem scheiß Gimbal. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber jetzt muss ich dann eben halt so halten. Läuft. Hier hält auch jeder den Mindestabstand ein. Bin ich voll bei euch. Also auf jeden Fall. Und nicht so viel Pickel hier gucken. So, warte mal. So schön sieht das hier aus in der Mönckebergstraße bei uns. Klar behalten, danke. Hier. Im Übrigen gibt es hier noch einen Karstadt. Den gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr überall. 9T883273. Moin, Eistee. Danke für dein Voll. Ich höre den Ton so laut. Ja, moin. Meine Ohren sind zerstört. Danke für dein Follow. Dein Lieblings-Eistee ist weg, ja. Ich bin gerade übelst abfuckt, weil das scheiß Gimbal nicht funktioniert. Und ich jetzt hier dein Handy mit einem scheiß Hand halte. Oh, ist der Bus laut. Und ich habe mich jetzt gerade mal hier irgendwo hingepflanzt, auf dem Stein, wie so ein Assi. Weil ich gehe gleich weiter, aber das ist anstrengend. Ich wollte erst mal eine rauchen. Ja, gerade bei McDonald's. Und ja, habe die ekligsten Pommes des Jahrhunderts gegessen. Das ist also echt widerlich. Lass uns runter am Boden. Also nur mal so zur Info, hier Steinboden. Ne? Hier, Steinboden. Hier zu den Kippen oder was? Nee, shoppen nicht, ich habe was abgeholt. Und jetzt gehe ich ein bisschen spazieren durch die City. Nee, shoppen, kein Geld, hallo. Ich spare für einen Laptop, immer noch. Du hast tschüss, Chitterdas. Da habe ich meine Uhr gekauft bei Fossil. Ja, hier sind die Markenläden, ne? Hier zahlt man sein Geld. So, da ist Richtung Hauptbahnhof wieder. Von da sind wir gekommen. Ja, ey, da hätte ich doch so ein Moin Leipheimer. Da hätte ich echt so ein scheiß Billig-Kack-Teleskop-Stangen-Ding da. Wie heißt denn das noch? Ihr wisst schon, was ich meine. Womit man die Handys immer hält. Selfie-Stick, genau. Selfie-Stick. Hätte ich so ein scheiß Selfie-Stick mitnehmen. Stick mitnehmen können. Und dann wäre auch gut gewesen. Oh. Der hat mich sogar mal ein bisschen geschminkt heute, ne? Lass ich drauf für morgen, damit ich nicht ganz so scheiße morgen aussehe. Ja. Ich glaube, das Gimbal funktioniert nicht, weil ich den Stecker drin habe vom Mikrofon. Das kommt da nicht mit klar. Leibheimer, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Würdest du jetzt Yoga machen? Ja, hätte ich kein Problem mit. Ich habe da nicht so die Berührungsängste. Ich glaube nur, das Problem ist, wenn du das hier so in der Öffentlichkeit machst, dass viele Leute dich anquatschen werden. Aber richtig viele. Habt ihr das auch in Rollen gehört? Ich glaube, ja. Das wäre Belästigung des Jahrhunderts. Da kommst du gar nicht zum Yoga machen. Bleib aber, du weißt doch, woher ich komme. Wir sind denn hier im schönen Hamburg an der Mönckebergstraße. Und wir gehen auch gleich weiter. Ich wollte nur mal kurz eine schmücken, weil ich ja gerade gegessen habe. Hinter mir ist die Spitaler Straße. Aber die geht ja so in einem durch und dann gehen wir runter bis zum Rathaus und dann Jungfernstieg. Also eine Riesenmeile.
gibt es alle Läden von A bis Z, die richtig, also Prada, Gucci und so weiter, ist weiter runter, hinterm Rathaus. Wir gehen gleich los. Lass mich erstmal in Ruhe aufrauchen. Ich habe keine aufrauchen, weil ich habe keine Zigarette mehr. Was für ein Laberkopf. Ja, hier werden auch viele Videos gemacht. Und ich, also hier musste ich ja mal gucken, ob, so wie Monte sagt, dass das Internet scheiße ist. Ich glaube, der geht nur nicht hierher, weil hier zu viel los ist. Stell dir mal vor, der würde hier einen IRL-Stream machen. Bei den ganzen Menschen. Ich glaube nicht. Was ich nur nicht verstehe, ist, warum man den Chat sieht. Also ich sehe ihn doppelt zumindest. Ihr seht wahrscheinlich meinen Chat nicht, aber ich sehe euren Chat. Hast ja auch eine Logik, Jessica, ne? Ja gut, jetzt darf ich gleich ohne Selfie-Stick weitergehen. Aha. So, ich würde sagen, let's go. Ja, leck mich, das nervt mich gerade richtig. Ich werde nochmal zu Hause ausprobieren, ob das am Mikrofon lag. Aber ich wollte mir sicher gehen, dass wenigstens man alles hört, wenn ich hier sabbel. Auch gerade wegen der Maske. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal Mikrofon mit, also Kopfhörer. Aber ich kann es euch ja mal zeigen, aber beim Gimbal ist das eine absolute Scheiße. Ich habe ja hier mein Gimbal drin. Hier ist dann der Kopfhörer drin, also hier der Stecker vom iPhone. Und ich glaube, das ist, irritiert das Gimbal und deswegen funktioniert das nicht. Hätte man sich auch mal vorher überlegen können, aber der Jessie ist manchmal nicht so schlau. Jetzt blendet aber die Sonne ganz schön in. Welche Stadt ist das? Also Leipheimer. Aber ich muss auch aufpassen, wo ich meine Hände hindonner, weil es ist ja überall die Kamera. Dann habe ich auch noch eine Tüte dabei. Ah, es ist alles lästig heute. Es ist so nicht geplant gewesen. Ja. Man könnte aber denken, ich telefoniere mit irgendjemandem, ne? Auch very wichtig. Moment mal. Ich muss gerade überlegen, nicht die Kirche vor mir, sondern hinter mir ist noch eine Kirche, die sieht man leider nicht. Da hatte ich meine Gesellenprüfung, wurde sie gefeiert quasi. Schade, die sieht man nicht. Die ist hinter diesen Gebäuden da oben. Klasse, ich bin hier irgendwo im Urlaub. Ja, schön, wär's. Ja, Malle war ja eigentlich geplant, aber ich war noch nicht bereit dafür. Ich denke mal, wenn mein Kollege nochmal wieder nach Mallorca fährt, ich meine fliegt natürlich, dann werde ich mitgehen. Weil da ist bestimmt das Wetter besser als hier. Also hier ist jetzt ja gerade heute Sonnenschein und alles, aber gestern war es umgedreht. Definitiv nicht so, das Wetter. Ist heute Augenschmaus. Aber ich bin heute fit. Heute kann ich gut laufen und ich zeige euch gleich noch mal ein bisschen was. Sightseeing-Tour mit Jessica. Und außerdem muss ich nachher noch ein bisschen was einkaufen gehen. Aber im Drogeriemarkt. So, also, wir haben einmal vor uns die St. Jakobi-Kirche. Der Michel ist da irgendwo in der Richtung. Und da gehen wir jetzt hin, da ist das Rathaus. So, wir haben hier die Europapassage. Das ist, oh, die ist gar nicht so alt, als die gebaut worden ist. Ziemlich, ziemlich groß und auch natürlich so Fashion-Boutiquen drin und keine Ahnung. Auf jeden Fall Halligalli. Das kriege ich irgendwann einen langen Arm, glaube ich, nachher. Aber mich wundert, das Internet geht. Voll fit heute hier. Ich gehe hier voll am Rand, ey. Die Busse, ey. Hauptsache jetzt, sie trägt eine Maske. Hier ist kein Schwein bei mir auf der Seite. Und windig.
Wie immer. Oh. Hier, das ist so eine typische Tradition aus Hamburg. Isst man immer auf dem Jahrmarkt. Oh, sorry, jetzt ist gerade echt windig. Moment. Das ist hier, Schmalzkuchen. Das kennt ihr unter Krapfen. Das heißt, glaube ich, sonst Krapfen. Oh, lecker. Könnte ich jetzt auch, essen. Also immer, wenn ich irgendwie einen Livestream draußen machen möchte, geht irgendwas schief, ne? Ich trainiere meinen Bizeps heute. So. Jetzt sind wir an einer großen Kreuzung. Hier ist die bekannte Bergstraße. Da geht es Richtung Alster. Zeige ich euch. Moment. Aber da wollen wir jetzt nicht lang. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Rathaus. Rathaus ist viel schöner. Hier haben wir Beweise. Oh, ist der Spiegel verkehrt, ne? Ja, moin. Alter, ich bin echt so ein Horst manchmal. Unfassbar. Hallo, hallo. Ja, genau. So, ich versuche ein bisschen außen zu gehen, damit ich nicht so viele Menschen drauf habe, weil die meisten mögen das ja immer nicht so. Die sind alle ein bisschen schüchtern. So, und jetzt sehen wir gleich das wundervolle Rathaus. Ich glaube, das Rathaus hat 48 Zimmer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, meine Aussage, aber müsste ich erst nachgoogeln. Ich glaube, ich war nur einmal im Rathaus drin. Kann man ja besichtigen, wenn man möchte. Ich glaube, mittlerweile kostet das auch Geld. Ich glaube, früher habe ich dafür nichts bezahlt. Ich weiß es nicht. Schule oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber hier findet auch immer der jährliche legendäre Weihnachtsmarkt statt. Der zwar wundervoll schön ist, aber ich kann ihn nicht empfehlen. Es ist einfach so, dass es zu voll ist. Wenn du hier auf den Weihnachtsmarkt gehst, dann stehst du dicht an dicht und kannst eigentlich gar nicht in Ruhe was trinken, weil ja, zu voll. So, hier ist der Platz. Moment. Ist ja immer alles ein bisschen schwierig, ne? Das ist ein wundervolles Rathaus. Und hier findet halt der Weihnachtsmarkt statt. Dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist, ne? Oh, ja, und dann gibt es auch wieder irgendeine Demonstration. Ah, ich will, wie gesagt, nicht so oft die Frontkamera nehmen, weil jetzt kriege ich immer nur Ärger. Irgendwann kriege ich wegen so einer Scheiße nochmal Ärger. Fühle mich lieber mich, dann fällt das nicht so auf. Könnt ihr auch ein Video machen, aber trotzdem. Nee. Das ist ohne Ende Tauben auf jeden Fall. Aber das Internet ist ja blendend hier. Ich weiß gar nicht, was er will. Also gegen was demonstrieren? Ich drehe mich gleich mal um. Tierdemonstration. Ja, ich habe keine Ahnung, gegen was sie demonstrieren, aber irgendwas mit Tieren auf jeden Fall. Bin ich dafür. Tierversuche. Finde ich immer gut, wenn sie da demonstrieren. Oh Gott. Das ist ja auch ein bisschen Ironie an sich, ne? Aber ich will jetzt ja nichts sagen. Aber was war das? Ich sag ja, Tierdemonstration gegen Tierversuche. Ich will ja nichts sagen, also die demonstrieren da und hier riecht es übelst nach Mandeln und keine Ahnung, ey. Oh, Churios. Ja, lecker. Das ist eine Ironie für sich, aber gut. Ich kann euch gleich mal die bekannte Szene vom ICE zeigen. Wer die Werbung kennt. Ich gucke zu viel Fernsehen, ich weiß. Da heißt es ja, fühlt ihr euch wie in Venedig? Nein, das ist Hamburg. Und da gehen wir jetzt gleich hin.
Ach, Moment, ich bin nicht so schnell. Oh Mann, Digga. Ich bin langsam. Ja, aber ich gebe euch gleich mal einen schönen Moment, den ihr hier sehen könnt. Wo nun wieder auch die Gondeln langfahren. Für den ICE-Werbespot zumindest. Weil jetzt ist gerade hier nichts. Willst du etwas essen? Ja, ich habe gerade Pommes schon gegessen, aber ich. Was Süßes? Alter, würde ich nie nein sagen. Aber ich werde jetzt hier nicht nur anfangen, um was zu essen zu holen. Nee. So. Moment. Essen ist nie verkehrt, Leute, also. Moment. So. Das ist die bekannte Szene, wo der Typ da hinten steht und sagt, ja, moin, moin. Sind hier in Hamburg und nicht in Venedig. Alles gefotoshoppt und keine Ahnung. So, hier haben wir Boss auf der anderen Seite. Hier kommen wir zum reichen Viertel. Und da waren wir letztes Mal. Da ist ja die große Alster. Das heißt die große, die Binnenalster. Ja, sieht gut aus, ne? Hamburg ist schon ein schönes Fleckchen. Da dreht Dennison immer seine meisten Videos. Auf dieser Brücke. Irgendwann treffe ich den bestimmt auch nochmal. So oft wie der in Hamburg dreht. Ja, es ist schon eine schöne Kulisse hier, ne? Hamburg ist schon schön. Kennex, machen wir ein Foto. Ja, bleib mal stehen für Instagram. Schöne Kulisse und so. Dabei bin ich doch die Schönste. Ah, ha, 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 ha. Ja, moin. So, wollen wir mal weitergehen? Ich bin so am Schwitzen, Alter. Unfassbar. Nächstes Mal machen wir das definitiv anders. Ich habe keinen Bock, jedes Mal die Kamera so zu halten, ey. Ich habe hier schon oft gearbeitet, daher kenne ich manche Ecken sehr gut. Als Maler kommt man herum. Sollte man meinen zumindest, aber ist wirklich so. Wenn man in den richtigen Firmen arbeitet, dann ja, kommt man gut rum auf jeden Fall. Ja, ist schön, ne? Ist echt schön. Haben wir gerade schöne Ecken. Also ich muss sagen, ich zeige euch ja gerne hin und wieder mal Hamburg. Ich habe auch schon einen Spot, wo wir nächstes Mal drehen können, definitiv. So nervig, die Kamera die ganze Zeit zu halten. Aber es muss das Wetter auch stimmen, ne? Aber man sollte auf jeden Fall Hamburg schon mal gesehen haben. Es gibt so viele schöne Ecken hier. Ah, das muss ich euch ja mal zeigen jetzt hier. Kommen wir zu den Reichen. Da, wo ich nicht hingehöre. Bulgari. Weiz. Die sind umgezogen. Die waren vorhin eigentlich vorher woanders. Aber hier ist halt die High Society quasi. Die richtig teuren Läden. Dafür, wo ich kein Geld habe zumindest. Und hier ist auch Schaufahren immer. Ne? Hier müssen sie alle mit ihren dicken Karren vorbeifahren. Genau. Ich habe hier alles als Beweis, falls mich irgendjemand dumm anschaut. Ach Quatsch. War ein Scherz. So. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir gehen dann nachher eine Runde. Wieder so Richtung Alster. Und dann werde ich in die S-Bahn einsteigen und arrivederci. Aber wir sind auch schon eine halbe Stunde dabei. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Eine Stunde wollte ich streamen, weil ich weiß auch gar nicht, was mein Akku sagt. Ich habe ihn voll geladen, aber iPhone entscheidet sich ja manchmal zu ganz anderen Dingen. So wie das Gimbal. Oh, hier oben habe ich mal gearbeitet. In dem Gebäude habe ich meine Ausbildung angefangen. Als Bürokauffrau. Ja, wunderherrliche Kulisse hier, ne? Auf jeden Fall echt warm heute. Ja, hier hinter mir habe ich auch mal gearbeitet. Da haben wir ein komplettes Gebäude gemacht. War natürlich immer schöne Aussicht, wenn man da gearbeitet hat. Ne? Aber man hat da halt gearbeitet. Moin, Mr. Schmidt. Moin, moin. Ich hoffe, dass der Wind nicht zu doll ist im Mikrofon. Und ich kann nicht die ganze Zeit die Kamera so hochhalten.
vor allen Dingen wackeln on point. Ja. Ich brauche nochmal irgendwann einen Kameramann, ja? Und nicht so eine Low-Production hier. Es gibt Schönes bei mir hier, einen Spaziergang durch die City in Hamburg. Und hin und wieder setze ich mich mal hin, weil ich keinen Bock mehr habe. Aber ich erzähle euch gleich nochmal ein paar Storys. Ich kann, wie gesagt, nicht die ganze Zeit die Kamera hochhalten. Und das Gimbal hat ja gerade versagt, warum auch immer. Oh, jetzt kann ich mir das nämlich mal angucken, wo ich gearbeitet habe. Also. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gebäude geworden ist, aber schönste Stadt, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ist schon schön hier, ne? Achso, Entschuldigung, ja, ich wollte dich nicht blockieren. Stehen direkt auf der Ladezone. Ja, moin. Also dabei, wo das Schild ist, Galerie, in diesem Riesengebäude habe ich mal gearbeitet als Maler. Die haben die Dixie-Klos nie entleert. Da waren bestimmt 40 Handwerker, wenn nicht noch mehr. Es hat so penetrant nach Pisse gestunken, dass alle hier rübergegangen sind. Im Hanseviertel kann man nämlich auch umsonst auf Toilette gehen. Das wussten sie natürlich alle hinterher. Und sind alle da pinkeln gegangen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Es ist eine Million Baustelle, aber die Dixie-Klos werden nicht entleert. Aber, also hier kann man Storys erzählen, das ist der Wahnsinn. It's just when you walk with your... Yes, of course, genau. Ja, auf jeden Fall kann man in diesem Hanseviertel auch gut essen und shoppen. Hier gibt es so einen bekannten Hundeladen auf jeden Fall, das weiß ich. Ich weiß nicht. Also ich finde, es sieht alles so normal aus, als hätte es hier nie Corona gegeben. Ne? Es ist vor allen Dingen mächtig viel los. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel los ist. Wir haben jetzt, ja gut, wir haben Freitag. Ne? Morgen wird es hier nochmal eine Schippe doller aussehen mit was los. Ich suche mir gleich auf jeden Fall nochmal einen Fleck, wo ich sitzen kann. Ich alte Oma, ich kann nicht. Tut mir so leid wegen dem Gimbal, das ist nervig. Ich sehe eine Bank. Ja, Erleichterung. Alter, was hier für Karren rumfahren, ne? Ich sag's euch, das ist unglaublich. Ah ja, hier ist der Nasenchirurg, wo ich einmal war. Die feinste Adresse natürlich, ne? Liebe, ja, weiß ich nicht. Ich bin schon froh, dass ich irgendwie auf meinem Dörben wohne. Ne? Meine Nase läuft. So, ich hoffe jetzt, ich störe nicht die Leute, die hier chillen. But you know. Ich finde, es ist nicht so ein Tada, wenn ich gehe. Wenn ich sitze, meine ich. Junge, ich kann das gerade nicht filmen. Aber der Typ macht erstmal ein Foto vorm Auto, obwohl es nicht seins ist. Ja, er läuft bei ihm. Nein, ich kann kein Niederländisch. Englisch, Deutsch, Französisch. Reicht. Musst du doch dann wissen, oder nicht? Warum wolltest du das auf Niederländisch sagen? Aber was für eine View, ne? Die Leute. Tada. Good, you car? Good to know. Es ist doch Englisch. Und außerdem gut heißt, gut zu wissen, ne? So. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen bekloppt, wenn ich da zwischen den Leuten sitze und mich mit euch unterhalte. Ich fühle mich gleich belästigt irgendwie. Weil es auf jeden Fall ist interessant, wie viele Leute hier einen auf Babbo machen, ne?
Ja. Ich versuche mal ein bisschen ruhiger zu gehen, damit das nicht ganz so melodramatisch ist. Gut, euch zu kennen. Kann auch gut zu wissen sein, weil Know heißt Wissen. Know-how, sagt man auch. Deswegen das gute Know-how. Ah. Die Hunde. Die sind ja geil. Die wollen auch ein bisschen Eis haben. So, wir kommen jetzt hier zum berühmten Gänsemarkt. Da würde ich dann auch mit dem Uhrzeiger mal Pizza essen gehen, weil hier ist eine sehr gute Pizzeria. Und auch sehr günstig vor allen Dingen, erstaunlicherweise. Und hier war auch mal Pizza Hut. Ich drehe mal kurz um. Hier war mal Pizza Hut drin. Jetzt weiß ich auch, warum die zugemacht haben. Bei den Preisen. Bei dem schlechten Essen mittlerweile. Und hier ist Blockhaus schon seit, oh, keine Ahnung, 50 Jahren. Ey. Die sind schon seit Ewigkeiten hier drin. Replay genauso. Da wo Subway ist, war vorher mal McDonald's. Also da hat sich schon einiges geändert. Hier war mal so eine Passage, wo viele Leute zu Mittag gegessen haben. Hier werden die auch schon wieder neu bauen. Was ich da gerade sehe. Ah, warum kann ich nicht zoomen jetzt? Hallo? Ja. Was eigentlich ziemlich schade ist, das war so eine Lounge, wo es alles Mögliche zu essen gab. Food Factory, ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Aber du konntest für 4-5 Euro ein richtig sattes Mittagessen, alles Mögliche von asiatisch bis deutsche Küche essen. Und das war auf jeden Fall. Es ist so lustig, da kommt kleiner so ein Pupsport Car mit einem lauten Auspuff an, ne? Lauter als die Kugel erlaubt. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder zurück. Ist schade, dass so sowas zumacht. Weil es war ziemlich lecker und da wusste man zumindest, da kannst du zu Mittag richtig günstig essen und auf dem Weg was mitnehmen. So. Geh mal rüber. Ich hätte mir auch auf die Ampel stellen können, ne? Ja, machen wir mal. Wir sind mal vorbildlich. Wir gehen mal zur Ampel. Dann gehen wir noch mal Richtung Alster lang. Ich muss da sowieso noch mal lang. Und ich muss mir eine Lösung einfallen lassen mit dem Gimbal auf jeden Fall. Bis nächste Mal. Weil ich würde auch noch länger streamen, wenn ich nicht jetzt die ganze Zeit das Handy so halten müsste. Und ich glaube, für die Zuschauer ist es auch nicht angenehm, ne? So, grün. Vor allen Dingen würde man auch wesentlich mehr sehen. Aber das Problem ist, man muss auch ein externes Mikrofon haben. Also das ist nur mit dem iPhone zu filmen, ist scheiße. Das ist zu windig. Manchmal wundere ich mich über die Sprache. Ne? Das hört sich sehr komisch an. Sieht man übrigens, dass ich meine Haare gefärbt habe? Keiner sagt was. Was ist hier für ein Auflauf? Jetzt sind wir eigentlich schon fast da, wo wir letztes Mal auch mal waren, an der Alster. Das nervt immer die vielen Menschenmengen, ne? Da habe ich immer gar keinen Bock drauf. Ist zu viel. Ist gut. Diesen Laden habe ich nie verstanden. Warum gibt es hier einen riesen Nivea-Store? Das war ich auch noch nie drin. Wozu? Man kann alles im Drogeriemarkt kaufen. Habe ich nicht so ganz verstanden. So. Oh,
ist gerade grün. Scheiße, ich muss schneller gehen. Ich bin fix und fertig heute Abend, ich sag's euch. Ehrlich. So, aber jetzt sind wir gleich an der Alster. Oh. Und dann können wir gleich noch mal ein bisschen hier sitzen. Und den Ausblick genießen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Es geht gleich los. Hier ist natürlich auch was los, ne? Oh. Ja, genau. Es ist egal, wo man sitzen will, hier ist voll. So, meine Lieben. Das sind die schönen Seiten von Hamburg. Hier sind die vier Jahreszeiten. Da ganz, ganz oben habe ich auch mal gearbeitet. Bei Hapag-Lloyd. Da habe ich in einem Büro gearbeitet, da konnte ich über die ganze Alster gucken. Das ist wie gesagt die Binnenalster. Wenn man beim Tunnel da hinten durchgeht, dann kommt die Außenalster. Ja. Aber ich hätte Schlimmeres heute erwartet, mit dem Internet zumindest. So. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, Nene? Wahrscheinlich nicht. Oh, mein Tüter! Es ist so windig hier in Hamburg. So, okay. Ich werde jetzt mal den Livestream beenden. Schade, dass es so gelaufen ist heute. Nervt mich alles ein bisschen selber. Ich werde das nochmal zu Hause austesten, wie das funktioniert. Damit wir es nächstes Mal auch vernünftig machen können. Kann ja wohl nicht angehen, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall, schönen Tag noch, ne? Hummel, Hummel, Mors, Mors, sagt man hier. Arido.